Mit ihrer Pressekonferenz zu einem Seriensexualverbrecher in Behindertenheimen hat die Berner Polizei gestern schweizweit schockiert. Heute ertönt die Frage immer lauter, wie kann ein Betreuer über 3 Jahrzehnte hinweg mehr als 100 behinderte Kinder und Jugendliche missbrauchen und niemand merkt es, niemand greift ein. Jetzt wird nach Erklärungen gerungen. Unseren Reportern ist es gelungen, Einblick in die Arbeitszeugnisse des Sozialtherapeuten zu nehmen. Mario Poletti und Georg Humbel berichten. Der Sozialtherapeut handelte kaltblütig und skrupellos. Er missbrauchte schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Und das über Jahrzehnte hinweg. In 9 Behindertenheimen. Heute stellten sich die betroffenen Heimverantwortlichen der Öffentlichkeit. Wir gehen davon aus, dass wir gewisse Sachen übersehen haben, dass bei uns Fehler passiert sind. Die Spur des Grauens. Verhaftung 2010 in Zoffingen. Vorher war in Gümligen, Interlaken, Rünnon, Obertal, Heiligenbergsteigen, Trogen und Urnäsch an jedem Ort mehrfacher sexueller Missbrauch. Und immer nimmt er bei seinem Weggang beste Zeugnisse mit, wie 10 vor 10 Recherchen zeigen. Von 1991 bis 1995 war er hier im Haus St. Martin im bernischen Obertal. Er erhält ein hervorragendes und im Nachhinein auch nachdenklich stimmendes Zeugnis. Er ist oft mit Nachtwachen oder Wochenenddiensten eingesprungen, wenn Not war. Und er strahlt Freundlichkeit und Güte aus, die unsere Gemeinschaft bereichert. Das nur das Positive schreiben im Arbeitszeugnis, das hat hier gewaltige menschliche Dramen zur Folge. Das bedauern wir wahnsinnig. Oder? Und derjenige, der das Zeugnis hat geschrieben hat, war dann auch relativ neu gewesen, oder? In diesem ganzen Heimgefüge und hat auch probiert, einmal so gut wie möglich das zu machen, sage ich jetzt. Die nächste Station, das Christophorushaus in Rünnon. Hier arbeitete er von 1995 bis 1998 und wieder ein nur positives Zeugnis. Das Wohlergehen der Betreuten war ihm ein großes Anliegen. Besonders positiv fielen seine Hilfsbereitschaft und seine Begeisterung für verschiedenste Aktivitäten der Heimgemeinschaft auf. Doch heute wurde klar, das Heim in Rünnon legte ihm die Kündigung nahe. Der Mann musste bei uns gehen, weil er einfach in schwierigen Betreuungssituationen nicht in der Lage war, so zu reagieren, dass es für die Bewohner ertragbar war. Mit seiner Stimme ist er ganz heftig auf sie eingegangen. In einem Fall ist er so zu einer Ohrfeige gekommen. Warum schreibt man ihm ein hervorragendes Arbeitszeugnis? Also das ist für mich auch ein Rätsel. Also man kann das eigentlich nicht ausdrucken. Das ist die Form des Zeugnisses. Es tut mir leid, dass das so passiert ist, aber es ist im Grunde nur ein Fehler, dass man das so gemacht hat. Ein Zeugnis muss ja grundsätzlich eigentlich positiv geschrieben sein. Das solltet ihr ja wissen. Oder? Es ist nicht zulässig, dass man in einem Zeugnis eigentlich schlechte Sachen erwähnt. Auch im regionalen Behindertenzentrum in Interlaken, wo er von 1998 bis 2001 angestellt war, wieder ein nur positives Zeugnis. Er engagierte sich über den Gruppenrahmen hinaus und war stets bereit, zusätzliche Einsätze zugunsten der Betreuten und der Institution zu leisten. Eure Institution hat einem der schlimmsten Sextäter der Schweiz ein tadelloses Arbeitszeugnis geschrieben. Wie kann das passieren? Das frage ich mich tatsächlich auch. Was ich einfach jetzt sagen kann, dass wir im jetzigen Stand des Wissens keine Hinweise haben, dass er eben der schlimmste Sexstraftäter ist. Die selber behinderte Psychotherapeutin Ahia Zemp verfasste eine Studie zu sexualisierter Gewalt. Sie sagt, die Heimleiter hätten etwas merken müssen am Verhalten der Opfer. Es gibt kein Opfer, egal wie schwer behindert, wo nicht Zeichen gibt. Und was für Zeichen sind das? Das sind zum Beispiel, dass plötzlich jemand Schwindelanfälle hat, der vorher keine hatte. Und dann werden die meistens untersucht auf Epilepsie und es wird festgestellt, es ist keine Epilepsie. Aber man gibt gleich Epilepsiemittel und nimmt nicht damit die letzte Möglichkeit von Überlebensstrategie. Andere werden aggressiv, andere werden depressiv. Andere fangen wieder an von einessen oder einkoten, die wir vorher nicht mehr haben. Experten sagen, jedes Opfer zeigt Zeichen vom Missbrauch, wie z.B. Schwindel oder eine veränderte Art. Wieso ist nicht aufgefallen?
Bei unseren Kindern ist es vielleicht eine andere Situation. Wir haben schwer mehrfach behinderte Kinder, Jugendliche, sehr viel sind auf Autismus betroffen. Und die Kommunikation von unseren Kindern ist ganz eine andere. Und dann ist auch immer die Frage vom Übergriff. Es gibt ja verschiedene Formen von Übergriff. Wo die Frage ist, hat das Kind überhaupt das als einen Übergriff taxiert? Walter Zuber ist Direktor der Nathalie-Stiftung in Gümligen. Der verhaftete Sozialtherapeut verübte hier von 2002 bis 2008 20 gestandene Übergriffe. Wieder ein rundum positives Zeugnis. Wir schätzen seine Einsatzfreude und Erfahrung sowie seine behutsame Art. Man könne sich im Nachhinein das positive Zeugnis auch nicht erklären. Das sei jetzt Teil der Aufarbeitung, so die Nathalie-Stiftung.